No, with the normal bun. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Im heutigen Video habe ich mir wieder Annika zu Gast geholt. Sie studiert Zahnmedizin. Die meisten von euch kennen sie bereits. Sie studiert auch mit mir hier in Sofia. Und wir haben ihr Studium eigentlich so vom ersten Semester an begleitet. Die ganzen Videos dazu findet ihr in der Infobox in einer Playlist. Heute zeigen wir euch mal, geben euch einen Einblick, wie so eine typische Uni-Woche abläuft im Zahnmedizinstudium, und ich werde Annika einfach mal ein paar Fragen dazu stellen, wie es bei ihr so aussieht. Ich bin ja jetzt kurz vor dem Ende des Studiums. Bei Annika ist das Ganze vielleicht ein bisschen interessanter, weil sie einfach noch ein bisschen weiter im Studium zurück ist. Und ja, Annika, kannst du mir sagen, wie bei dir in der so eine typische Uni-Woche abläuft, von Montag bis Freitag, auch nicht nur jetzt die Zeit, die du in der Uni verbringst, sondern auch vielleicht auch noch die Zeit nach der, wenn du quasi lernst, was du ansonsten für Aufgaben hast und vielleicht auch sonst, wie das Leben hier in Sofia für dich so gestaltest. Genau, also erstmal zur Zeit ist es ein bisschen anders aufgrund der Pandemie. Deswegen habe ich immer nur im 2-Wochen-Takt Universität, weil wir sind ja generell schon in sehr kleinen Gruppen. Wir sind 9 Leute in meiner Gruppe und haben so auch alle Seminare zusammen. Aber unsere Gruppe ist zurzeit gesplittet, dass immer ein Seminar nur die halbe Gruppe hat. Deswegen habe ich nur alle 2 Wochen Uni, weshalb das alles deutlich entspannter ist als sonst. Genau, und sonst habe ich halt einen ganz normalen Uni-Stundenplan. Die Seminare liegen meistens zwischen 8 Uhr und 16 Uhr. Ganz wenige liegen auch irgendwie danach, aber bis jetzt hatte ich kaum Seminare irgendwie nach 16 Uhr. Und die Vorlesungen sind zurzeit auch alle online, weshalb ich halt auch deutlich weniger Zeit in der Uni verbringen muss. Und genau, montags zurzeit habe ich nur 2 Online-Seminare, weshalb ich immer ausschlafen kann und habe dann nur irgendwie 3 Stunden Uni am Tag. Und auch an den anderen Tagen sieht es eigentlich zurzeit relativ entspannt aus. Also heute hatte ich 3 Seminare. Ich hatte ab 8 Uhr Oral Prophylaxis. Da lernt man, wie man später Kinder behandelt, wie man eben Krankheiten wie Karies vorbeugt. Da haben wir uns gegenseitig, also die Studenten, untereinander behandelt, haben unseren Zahnstatus gecheckt und ein Dental Cleaning gegenseitig gemacht. Das war ganz cool. Dann hatte ich Oral Pathology, wo wir über Zungenkrankheiten gelernt haben. Und danach hatte ich und danach hatte ich dann Prothetik, wo wir uns gegenseitig Abdrücke genommen haben. Also ich habe zurzeit schon relativ viele praktische Kurse und ein paar theoretische noch. Also kurz zur Einordnung, ich bin jetzt im 6. Semester und bin so ein bisschen in der Transition zwischen Vorklinik und Klinik. Also die meisten klinischen Fächer habe ich abgehakt und habe jetzt ein paar vorklinische und auch ein paar klinische Fächer. Genau, das heißt eigentlich jeden Morgen. Die meisten Tage kann ich ausschlafen, habe dann irgendwie so 3-4 Seminare am Tag. An manchen Tagen habe ich auch gar keine. Zum Beispiel freitags habe ich eigentlich zurzeit keine Seminare, sondern nur 2 Vorlesungen, die halt online stattfinden. Genau, und nachdem ich dann alles für die Uni gemacht habe, schaue ich, dass ich halt ein bisschen nach und vorbereite. Also die Seminare die nächsten Tage. Und irgendwie das mir nochmal durchlese, was ich an dem Tag gemacht habe. Aber zurzeit bin ich da nicht so ganz hinterher. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, wenn ihr noch zur Schule geht oder auch irgendwie schon studiert in Deutschland. Es ist sehr schwer, sich jetzt mit Online und allem irgendwie so ein bisschen zu motivieren, zu Hause viel zu machen. Aber genau, da versuche ich hinterher zu sein. Und ansonsten mache ich halt das, was halt sonst so jeder Student macht. So ein bisschen Haushalt kommt dann ja auch noch dazu. Ich gehe dann alle paar Tage ins Fitnessstudio. Da gehe ich auch in ein sehr schönes hier in Sofia. Okay, cool. Genau. Wie ist eigentlich die Situation gerade mit der Pandemie hier in Bulgarien? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wie du das so erlebst? Ja, also es ist auf jeden Fall alles deutlich entspannter als in Deutschland. Also es hat eigentlich jetzt alles wieder offen. Heißt nicht, dass die Inzidenz nicht sehr hoch hier ist, aber hier ist alles ein bisschen entspannter. Genau, also Restaurants haben normal offen. Hier im Park kann man ohne Maske rumlaufen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen darüber erzählen, wie das mit den Impfungen ablief bei uns an der Uni? Genau, also bei mir war es so, ich habe mich schon vor 10 Wochen mit AstraZeneca impfen lassen, hier in Bulgarien. Das war auch bevor das irgendwie so in die Kritik kam. Aber die bulgarische Regierung hat irgendwie irgendwann gesagt, dass alle, die jetzt eine Impfung haben wollen,
können einfach gehen. Also am Anfang ging es auch nach einer Priorisierungsliste, erst die Älteren, aber das wurde dann schon vor irgendwie 2-3 Monaten gekippt und jeder konnte sich mit AstraZeneca impfen lassen, der wollte. Und jetzt vor 2 Wochen haben alle Studenten von der Universität ein Impfangebot für BioNTech bekommen. Und ab morgen haben diese Green Corridors für alle Leute offen, die auch BioNTech haben wollen, also auch für Nicht-Studenten. Und versuche dann morgen als Zweitimpfung BioNTech mir zu holen. Genau, und ich übrigens auch. Genau, also ja. Hier ist es halt, ich kenne Großeltern von Freunden in Deutschland, die immer noch keine Impfung in Deutschland bekommen haben. Und hier kann man halt einfach ins Krankenhaus gehen, bekommt kostenlos die Impfung. Also da sind die hier echt sehr gut und sehr weit. Wie sieht es eigentlich aus? Wie viel Anteil des Zahnmedizinstudiums ist eigentlich handwerklich und wie viel ist eigentlich akademisch? Das kommt immer so ein bisschen aufs Semester drauf an. Also in den ersten 3 Jahren ist es definitiv mehr naturwissenschaftlich als handwerklich, weil man da eben die ganzen vorklinischen und medizinischen Fächer hat, also Biochemie und diese ganzen Sachen. Aber ab dem ersten Semester macht man auch praktische Aufgaben in Prothetik zum Beispiel, wo man eben zahntechnische Arbeiten leistet. Und dann, je nach Semester, wird es immer mehr, was den Praxisanteil angeht. Aber das ist auch der Grund, warum ich mich für Zahnmedizin entschieden habe, weil ich eben genau das daran sehr schätze, dass es irgendwie was Praktisches ist, wo man auch am Ende des Tages irgendwie sieht, was man geleistet hat, aber man trotzdem auch diesen naturwissenschaftlich-akademischen Teil hat. Also ich würde nicht sagen, dass das 50-50 ist. Ja. Also es ist definitiv mehr handwerklich als so akademisch. Genau. Ja, würde ich auch sagen. Ja, was sind eigentlich so die Dinge, die dich stressen an der Uni? Also ich bin also immer sehr in den Klausuren. Handwerkliche oder eher das Akademische? Oh, schwer. In den ersten Semestern hat mich das Handwerkliche gar nicht gestresst, weil das halt super entspannt war, wenn man da, wie gesagt, nur so zahntechnische Sachen im Labor gemacht hat. So irgendwelche Zähne modellieren, Kronen gießen. Und das war halt so super entspannt, weil man nicht so einen extremen Zeitdruck hatte. So klar, zum Ende des Semesters musste man fertig werden. Aber man hat so in Ruhe arbeiten können und vieles auch zu Hause machen können. Und jetzt hab ich zwar noch keine Patienten, sondern arbeite viel am Phantomkopf. Aber jetzt stresst mich so ein bisschen das Wissen, dass ich das halt in einem Semester einem echten Menschen machen muss. Und das hat ja, das ja so ein bisschen Angst. Ja, das kenne ich, die Phase. Aber das ist auch nur eine relativ kurze Phase, so kurz vor dem... Ja. Aber wenn man dann erstmal in den ersten Wochen drin ist, dann... Ja, das sieht das schon wieder anders aus. Als ich so meine ersten Kronen am Phantomkopf präpariert habe, dachte ich so, alter Scheiße, wenn ich sowas in einem echten Mund mache. Naja, aber ich glaube, das geht relativ schnell vorbei. Und dann halt in den Klausurenphasen bin ich auch immer gestresst. Aber ich glaube, das liegt auch viel an mir, dass ich mir jetzt irgendwie immer sehr großen Druck mache, obwohl es nicht nötig wäre. Also ich habe bis jetzt alle Klausuren sehr gut bestanden, bin noch nie irgendwo durchgefallen. Und mache mir da, glaube ich, immer so ein bisschen selbst viel Stress, aber ich kann es halt nicht einfach abschalten. Am Ende der Klausurenphase bin ich immer ein nervliches Wrack, aber keine ja, Ahnung, es wird auch von auch. Semester zu Semester besser. Also in den ersten Semestern war es definitiv noch schlimmer. Ich denke, das ist auch bei vielen Studiengängen so, dass diese Klausurenphase einfach sehr stressig ist. Was würdest du denn noch zum Abschluss vielleicht Leuten mitgeben, die sich überlegen, Zahnmedizin zu studieren? Genau, also ich würde es jedem empfehlen, der wirklich studieren will und vielleicht nicht einen Platz in Deutschland bekommt, würde ich, selbst für Leute, die einen Platz in Deutschland bekommen würden, würde ich sogar trotzdem eher empfehlen, hier nach Bulgarien zu kommen, weil es einfach so viele Vorteile hat, hier zu studieren. Also besonders in der Klinik arbeitet man hier viel mehr praktisch, auch in der Vorklinik. Ich glaube, alles ist hier ein bisschen angenehmer. Es ist weniger Druck von den Professoren, richtig, es ist irgendwie ein freundschaftlicheres Verhältnis. Und auch wenn ich jetzt so mit Freunden oder Bekannten spreche, die in Deutschland Zahnmedizin studieren, höre ich eigentlich nur Schlechtes über das Studium. Ja, und deswegen bestimmt. Bin ich sehr ich froh, auch, dass ich hier bin. Ja, genau. Also es gibt ein paar Ausnahmeunis in Deutschland, wo ich Gutes höre, zum Beispiel Greifswald oder Jena. Ansonsten viele Unis hört man wirklich sehr viele Horror-Stories in Deutschland. Das ist hier auf jeden Fall anders. Also die Leute, die wir jetzt kennen, mit denen wir unterwegs sind von den Deutschen, die sind ja wohl alle so übelst entspannt und echt glücklich in Sofia. Und viele sind halt auch in ihrer, also wenn wir jetzt keine Uni haben oder wenn wir ortsunabhängig arbeiten, also online Uni haben, dann sind ja viele trotzdem viel lieber in Sofia, ne? Ja. Also nicht nur jetzt während der Pandemie, weil hier einfach man ein bisschen freier noch leben kann während der Pandemie,
sondern auch sonst, ne? Ja, richtig viele haben hier jetzt ihren Lebensmittelpunkt. Und auch die, die es nicht haben, sondern noch sehr in Deutschland verwurzelt sind, die haben trotzdem genug Zeit, jedes Jahr in Deutschland zu verbringen und fliegen irgendwie öfters mal eine Woche heim oder so. Also es ist schon alles sehr entspannt. Finde ich auch. Ja. Also ich finde, es hat sich auch so entwickelt, als ich damals ganz am Anfang hergekommen bin, wo noch nicht so viele Deutsche waren. Da war Sofia als Stadt auch noch nicht so toll ausgebaut. Also allein, wenn man an den Park beim NDK denkt, das war einfach nur eine Ruine. Und dann kam auch immer mehr Geld nach Sofia mit dem Wirtschaftsaufschwung. Und dann kamen aber auch immer mehr internationale Studenten aus zum Beispiel Deutschland. Und dann hat sich halt auch so eine deutsche Community aufgebaut. Ja, ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat auch viel verändert und macht halt Sofia jetzt auch richtig, richtig zum richtig geilen Studienort. Und für die 20er einfach ein richtig cooler Ort in so einer Großstadt zu leben, wo halt einfach alles richtig günstig ist und man unfassbar viel machen kann. Auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, ich kann euch auch nur raten, Zahnmedizin ist ein cooles Studienfach und eine tolle Disziplin. Es ist halt ein Studium, was auch eine Ausbildung ist. Danach könnt ihr wirklich was, also eine tolle Sache. Wem das Spaß macht, so ein bisschen handwerklich zu arbeiten, trotzdem aber gerne irgendwie sich intellektuell auch weiterentwickelt und gerne lernt, für den ist das Studium sicherlich sehr, sehr interessant. Und ja, das wäre es dann auch von uns zwei. Ich hoffe, euch hat das Video vielleicht ein bisschen weitergeholfen, vielleicht ein bisschen unterhalten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Marcel und Annika. Tschüss. Ciao, ciao.